Sie kennen ja Düsseldorf, ne? Kennen Sie selbst den Nightclub, den Sie da haben? Das war so eine schicke Micke-Disco. Ja. Und ich war ja sehr gut befreundet mit Klaus Kremer von Warsteiner. Und er hat einmal da gesessen und wo ich Lamborghini-Kontrolle übernommen habe, habe ich reingekommen und hab, waren die alle. Ich war ja Mr. Nobody. Und die sitzen alle da und ich sage, Klaus, ich habe Lamborghini gekauft. Und dann hat er gesagt, welches Modell? Hab ich gesagt, na, Fabrik. Und dann haben sie geschaut, ob die verrückt sind oder ich. Und am nächsten Tag war ich in Bild-Zeitung. Ich habe in die Bild-Zeitung irgendwo. The unknown customer took control of Lamborghini. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Danke fürs Einschalten. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich lange gefreut, beziehungsweise eigentlich habe ich mir nur ganz kurz auf ihn gefreut, aber lange gehofft, dass er einmal Gast bei mir sein würde. Es war nämlich so, dass ich ihn bei einem Abendessen kennengelernt habe, gesagt habe, was ich mache, ihn gefragt, ob er dabei sein würde und zur Antwort bekommen habe, ja, dann jetzt. Also wenn es immer so einfach wäre, dann könnte ich euch auch täglich eine neue Folge präsentieren. Es ist leider nicht immer so, kann ich euch sagen. Walter Wolf ist aber ein Mann, der offenbar spontan tat und irgendwie jedem ein Begriff, denn er war zwar nur kurz so richtig massiv im Motorsport bzw. in der Formel 1 aktiv, dafür umso präsenter, denn er wollte nie Sponsoren auf seinen Autos haben. Ihm hat sein eigener Name in goldenen Buchstaben völlig gereicht. Wie sowas geht und warum ihm auf einmal Lamborghini zum Großteil gehört hat, das und vieles mehr erzählt er in dieser wirklich aufregenden Folge. Viel Spaß mit Walter Wolf. Bin geboren Steirer in Graz. Gelebt habe ich in Slowenien oder Niedersteiermark in Marburg bis Mai 1954. Mhm. Und mein Vater ist ein Deutscher, ein Schwabe. Und meine Mutter ist halb Österreicher und halb Slowenien. Und Ihre Eltern haben aber nichts mit Motorsport zu tun gehabt, oder? Nein, mein Vater war Baupolier und war in Russland bis 1954. Dann sind wir aus Jugoslawien damals, können zurückkommen nach Deutschland. Aber er hat mit nichts. Mein Vater kommt von einem Bauernhof und er hat noch nie mal einen Führerschein gehabt. Der hat gefahren mit einem PS. Das haben Sie ein bisschen geändert. Ja, ich habe ein bisschen anders. Ja. Ich habe geflogen mit dem F-18 Hornet. Ich bin ja Originalpilot. Ich war Flugzeugmechanik bei DLB in Deutschland in den alten Zeiten. Und dann habe ich einen Flugschein gemacht und dann habe nach Amerika gegangen, suchen Arbeit. Ja. Und da war nicht viel und dann habe ich gefunden, dass ein Pilot gesucht wird in Kanada. Eine kleine Firma in Ontario. Bin hin und habe ich angefangen, das erste Jahr mit Grabdusting. Sie wissen ja. Und das zweite Jahr habe ich an Geophysik geflogen in den Norden, wo sie gesucht haben für Uranium. Okay. Und dann habe ich Flugschein verloren, weil ich unter einer Brücke geflogen bin, was illegal ist. Und da war ich arbeitslos. Okay. Und habe angefangen bei einer Baufirma. Und so weiter habe ich dann in Nigeria gearbeitet, 5 Jahre. Ja. In Lagos. Weil eigentlich gelebt in Lagos, aber gearbeitet in Biafra. Okay. Das klingt so ein bisschen draufgängerisch, wenn Sie unter einer Brücke durchgeflogen sind. Sie waren auch ein fantastischer Skifahrer in Kanada. Ja, fantastisch war nicht Egon Zimmermann. Er hat gewonnen die Olympiade in Innsbruck. Aber ich habe ja sehr viel Ski gefahren. Ich habe sehr, sehr gerne gefahren in Powderschnee. Ja. Ich habe dann auch, wurde aufgestellt in der kanadischen Mannschaft für Innsbruck in 1964. So bin ich dann nach Lech gekommen mit Egon Zimmermann, das gestorben ist vor 2 Jahren. Und da war die alte Clique in Lech, Rind, Zimmermann und ich. Ich habe sehr gerne Ski gefahren, aber jetzt habe ich die Knie kaputt und habe aufgehört vor 3-4 Jahren Skifahren. Ich habe kürzlich bei Klaus Ludwig gesessen. Ja. Und der hat mir erzählt, dass er zwar ein paar Unfälle in seinem Leben hatte, aber die gefährlichste Situation für ihn war tatsächlich eine Schneelawine, die er mit Ihnen zusammen erlebt hat, weil Sie früher immer mit dem Hubschrauber den Berg hochgeflogen sind. Ja, ich fliege ja alles. Ja. Ich fliege
Ich habe im Flugzeug ein paar tausend Stunden und sogar 11 dieser 100 Stunden im Helikopter, das ich geflogen habe, alleine. Das mache ich gerne Dummheiten. Jetzt bin ich ein bisschen alt geworden, ein bisschen langsamer, aber ich habe dann auch Rallye-Auto gefahren, eine Lotus Cortina für Ford und habe sogar bei Glück einmal gewonnen. Ein Rallye heißt Rallye the Nation Kanada. Und mich hat immer interessiert, was sich schnell bewegt hat. Okay. Und natürlich, was ich schauen konnte, fesche Frauen. Die haben mich immer interessiert. Noch heute. Nur Sex geht mit Jahren rauf. Und dann endlich nur den Kopf. Das macht mir Hoffnung. Ja, ja. Also als Rallye-Fahrer, war das mal so angedacht? War das hobbymäßig? Ich habe immer Auto gefahren. Ich habe ja auch viele Sportautos gehabt. Und dann wurde einmal gefragt bei Ford Canada, weil der Fahrer, dass er Professional Fahrer war, ich war so halb Amateur, ob ich fahren würde, diese Rallye. Ich habe gesagt, warum nicht? Ich habe ja Zeit. War 3 Tage Rallye und habe bei Glück gewonnen. Und wie komisch ist, ich habe die Rallye gewonnen in 67 und der erste Grand Prix in 77. Also. 10 Jahre später. Und man muss ja ein bisschen Glück haben im Leben. Das stimmt. Sie wollten auch Le Mans mitfahren? Ja. Hab schon viel, ich bin ja in Lamborghini gewesen, viele, Sie wissen ja, dass ich da, ohne mich wäre Lamborghini heute nicht da. Da reden wir auch gleich noch drüber, ja. Ja, ich war ja nie, die haben gesagt, ich bin der Besitzer, das stimmt nicht. Aber ich habe so viel Geld geliehen in der Zeit, dass ich die Wahlrechte hatte für 60%. Und damit haben sie müssen machen, was ich sage. Aber ich bin kein Diktator. Ich habe zurückgekommen und Lamborghini, ich habe gehabt 1, 2, 4 Miuras. Und Miura war kein gutes Auto, weil hinten zu schwach war. Wissen Sie, wenn Sie, der hat doch 400 PS gehabt. Ja. Und der Aufhänger war ein Tripod-Aufhängung hinten. Ja. Und wenn das fiel, schnell akzeleriert hast, hat sie gehabt, hier 400 PS, haben die Räder so gemacht. War nicht ein gutes Auto, aber Frauen hat er gefallen, weil er ausgeschaut hat, wissen Sie. War eine Kopie auf GT40 damals. Das haben sie ja gemacht in Lamborghini. Und das hat ja Dallara gemacht. Und war so ein bisschen, wie man sagt, so schön in Deutsch, schickimicki, oder Englisch, wissen Sie. Ja. Da hat die Knöpfe gehabt, wie man Licht macht und so. Und hat gesagt, du bist im Flugzeug. Aber Auto war ein schöner Auto, war auch ziemlich schnell für das Ding. Balance war nicht sehr gut, weil der Front zu leicht war für den hinten. Ja. Und dann haben wir was anderes gebraucht. In Lamborghini musste mit was Neues kommen. Und dann habe ich geholfen, dass der Countach in Produktion kam. Mhm. Und Sie wissen ja, letztes Jahr wurde der Countach als Autodekade. Die Autodekade, erste war ja SL, mhm. 50er. Mhm. Die 40er haben ja keine Autos gehabt, das war ja Militärfahrzeuge. Aber dann war Mercedes SL, 60er war der Ford GT, ja. Und 70er war ja der Countach. Der Countach, ein ja. Auto, was so vom anderen Stern aussah. Ich habe das jetzt gerade gesehen, dass die eine Walter Wolf Sonderserie auch hatten, ja. Der einzige mit dem Spoiler hinten drauf. Und ich war ja auch der Erste, das auf der Straße einen Spoiler haben durfte. Wo ich in Lamborghini war, hat mit der Lara, meine Autos waren ja alle in Experimenta gemacht. Und wir haben probiert, ich habe ja die Original, Stanzani hat ja gemacht, die Räder hinten, der Michelin 225, das waren ja Fahrradräder. Das hat nicht da und da gehabt. Und dann, wie ich bin, wollte ich größere Räder, weil ich einen Spoiler hatte. Und was da passiert ist, wissen Sie, Sie können nicht Auto ein Teil wechseln und nicht der andere. Der Aufhängung hinten war 3-Bot-Aufhängung.
Und ich habe mal schnell gefahren an einem Brenner und habe dein Auto durch eine Kurve geschoben und ist die Aufhängung gebrochen. Oh. Und dann habe ich stehen geblieben, habe damals das Auto da, ich konnte nicht, habe die Fabrik angerufen, haben sie mir ein neues Auto gebracht und Valentino Boni hat müssen dein Auto zurücknehmen. Und das wäre damit noch immer vor. Aber ich habe damals, dass er, wo Warzen wegging als Testfahrer, war ich, ich habe nicht gemacht, aber ich war so halb instrumental, dass er die Stelle gekriegt hat, weil technischer Direktor war Dallara, ja, und eigentlich Chef am Papier war ich, aber ich war ja nie da, ich habe ja Öl verkauft, nicht Autos. Mhm. Und ich wollte original mit Kunta, ich habe fantasiert von meinem Goldwing. Ich wollte Goldwing haben. Und die haben schon zugehört, was ich gesagt habe in der Fabrik, das hat Vorteile. Und dann haben wir geredet und dann war ja der Mann für mich, der größte Ingenieur im Autogeschäft, Isaias Dallara. Hm. Ohne Frage. Dallara, er macht ja mehr Rennautos wie jeder andere. Indycars sind alles Dallara. Hm. Formula 3, 90% ist Dallara. Er hat gemacht Lancia Strato. Hm. Er hat gemacht der Tommaso. Er ist für mich, vielleicht andere haben andere Meinung, ist der Brain des Autoindustrie, wissen Sie, der Novo. Und dann haben wir geredet und da haben sie gesagt, ja, was machst du? Du machst einen Goldwing. Wo der Goldwing gemacht war, da waren ja 5 Autos auf der Straße. In den 70er waren schon ein paar hundert. Und was würde passieren, ich parkiere und da geht einer links und rechts, wie komme ich in ein Auto? Wenn das Ding kriege, da ist ja kein Platz. Ja. Und dann haben wir das lassen und dann mal hingeschaut und haben gesagt, ja, was, das muss man ja was machen. Und dann haben wir basically in der Tür vorwärts gemacht. Wenn Sie genau Kunters anschauen, Kunters Dach ist so breit, ne? Ja. Die Türe gehen ja so und runter, ne? Genau, ja. Und dann haben wir das gemacht und das hat sich sehr bewährt. Und ich wollte dann Spoiler haben und dann bin ich mit Dr. Mezzanotte in Italien hin und her und wollte haben andere Reifen, die Fahrradräder. Und haben wir gemacht den 335er. Ja. Und dann haben wir es getestet hin und her und da waren dann hinten die 335er und vorne 245. Dann haben wir, wo wir das gemacht haben, hat Dallara mussten total nur rekonstruieren, die ganze Aufhängung hinten. Für die breite Auflagefläche. Ja, weil da war ja ganz andere Torque. Ja. Ne? Und man, mehr Grip an den Asphalt. Dann haben wir redesigned ein Auto und dann habe ich gespielt. Dann sind wir von 4 Liter Motor auf 5 gegangen und an und an. Nur Plätzchen. Aber es hat sich ja gelohnt und das Auto ist ja tatsächlich eine Legende geworden. Ist gut, ich nicht. Ich habe Schauautos ja nicht. Sie sehen, ich fahre ja mit einem Autobus. Die Situation ist, dass ich, mir gefällt sehr, ich habe ja gehabt, ich weiß nicht, welchen Sportauto ich nicht gehabt habe, ich habe genommen ein Auto von Stommeling und Paul Newman. Und Sie schauen in. Ich habe ja diesen Porsche bei Crema lassen für die Straße her. Ja, da müssen wir auch noch drüber reden, den Nummer 13, das 935. Das ist ja Wahnsinn, ja, der 935. Aber das war ja unfahrbar. Ich habe den Booster gehabt, ja. Ich konnte raufkranken. Normal ist ja 08, Sie wissen ja das, ja. Boost. Ich habe ja Booster inne, dass er raufgehen konnte bis 3 Bar. Und das war ja plötzlich. Ne? Weil, wissen Sie, der Motor hat ja gedreht bei 9000 Touren. Mhm. War ja zweiter in Le Mans. Und was es ist, so Motoren sind so gemacht, dass die bis 4000 noch nicht mal in der Fliege vom Tisch springen.
Aber dann geht's richtig. Dann macht nur Wuff und dann musst du mal aufpassen, wer vor Ihnen steht. Ich möchte euch noch meinen heutigen Partner vorstellen, ohne den die alte Schule in dieser Form übrigens nicht möglich wäre. Und das ist heute Vodafone. Und dort gibt es ein fantastisches Produkt für alle, die jetzt schon einen Vodafone-Vertrag haben oder einen neu abschließen wollen. Ihr könnt nämlich bis zu 4 Zusatzkarten für euren Mann, eure Frau, eure Kids oder sogar Freunde einfach hinzubuchen. Jeder bekommt natürlich seine eigene Nummer. Es ist also nicht nur eine Zusatzkarte, wie man das bisher kannte, sondern eine vollwertige eigene Mobilfunkkarte. Nur zum sensationellen Preis, wie ich finde. Denn auch mit dieser Karte seid ihr natürlich im sehr guten 5G-Netz von Vodafone unterwegs. Alles läuft dabei über die Rechnung der Hauptkarte, aber das wird der, der sie zahlt, kaum bemerken, denn die 5-GB-Karte kostet nur 10 Euro monatlich und die 20-GB-Karte, die kostet nur 20 Euro im Monat. Und mit 20 GB könnt ihr eigentlich alle alte Schule-Folgen jeden Monat komplett durchhören, was mir persönlich ganz recht wäre. Also, egal ob ihr schon Vodafone-Mobilfunkkunde seid oder zusammen mit euren Liebsten wechseln wollt, es lohnt sich in jedem Fall, sich das mal genauer anzuschauen, denn diese Karten eignen sich wirklich für jeden Mobilsurf-Typ. Und vielleicht fallen dabei ja sogar noch Karten für eure Eltern oder Großeltern ab. Spart jetzt also mit den günstigen Vodafone-Zusatzkarten, die gibt es überall, wo es Vodafone gibt und auf vodafone.de. Den direkten Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's hier weiter mit meinem heutigen Gast. Das ist alles, da muss alles ein Kompromiss sein. Ich habe den Porsche dann gehabt und ich habe, Sie wissen ja, mein GTO, was Ferrari gemacht hat, wurde versteigert in Deutschland. Ne? Und haben sie gesagt, dass das war speziell gemacht vom Enzo. Das ist ja manchmal Bullshit, das war nur eine Werbegag, dass sie mehr verkaufen konnten. So ist nicht. Das war ein normaler GT 250. Ein schneller Auto. Aber diese Auto, wissen Sie, wenn du zuhörst, Leute, was, das Reden vom Autos. Die reden etwas daher, wo sie keine Ahnung haben. Bis Bridgestone gekommen ist für Porsche 959 mit den Reifen. Du konntest mit normalen Reifen gar nicht fahren, diese Geschwindigkeit. Jeder hat gesagt, ja, mein Auto geht 300. Der Reifen, wir haben wir getestet, ich habe Chris Amon gehabt, dass er gearbeitet für mich. Ja. Und wir haben getestet, mein Kuntasch. Und wir sind drauf gegen 285. Und Auto hat angefangen vorne so und so zu schwimmen. Okay. Na, wir mussten vom Gas runter und dann wir müssen neue Reifen finden. Oder gehen wir auf Slicks, dann ist kein Problem. Aber auf normale Reifen damals konnte man nicht bleiben. Dafür hat ja dann, wenn Sie genau, Sie verfolgen ja das, der Tritt an diesen Hochspeed-Reifen sind ja Counter. Na, einer Seite geht vor, der Tritt, der andere geht rückwärts. Das ist auch so, das balanciert, dass der Auto nicht so fängt an. Weil der fängt ja an immer schneller. Und bevor weiß, bumpf, bis weg. Ne? Und dann haben wir andere Reifen entwickelt und langsam sind wir so weit gekommen, dass wir ein Auto, Straßenauto, ich rede, gebracht haben wir über 300 Stundenkilometer. Und das ist eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Ist ja nicht ein Problem, geht rauf. Was, wenn er muss schnell runter? Ja. Was machst du dann? Das ist kein Jumpseat, dass du Knopf drückst und fliegst raus. Wie bei Flugzeug. Ne? Ja. Das war dieser Problem. Da musst du immer, wenn ein Auto baust, und ein Stück nach anderen gehen. Ich habe einen Prototyp, Diablo. Mein Sohn hatte mich, ich habe nicht, ich gehe in das Auto nicht rein. Rein würde kommen mit Help. Nur raus brauchst du einen Kran, dass man mich rausnimmt. Ja. Ich fahre so Autos nicht. Aber ich habe genug gefahren in meinem Leben. Davon gehe ich aus. Ja, wir müssen, glaube ich, gleich noch mal zweimal ein bisschen zurückspringen. Aber jetzt haben wir vor allem die Zeit übersprungen. Also Sie sind tatsächlich in einem Elternhaus aufgewachsen, wo das Geld nicht von den Bäumen gewachsen ist. Nee, mein Vater war Maurer. Genau. Und Sie haben dann irgendwann, als Bauunternehmer sind Sie in Kanada gelandet und irgendwann im Ölgeschäft gelandet. Ja, wie war das denn? Ich war in Nigeria. Ich habe eine Baufirma gehabt, habe das verkauft und habe eine Offshore-Firma, wo nur am Wasser gearbeitet hat. Und
operiert und Bohrtürme. Und installiert auch. Wir haben gehabt in guten Zeiten über 8000 Leute damals. Und wir sind in Nigeria in Kriegszeit nach Biafra gegangen und haben wir gearbeitet, weil wir als Kanadier konnten wir da arbeiten. Okay. Amerikaner konnten nicht, Engländer auch nicht, okay. Franzosen auch nicht, weil sie so viel involviert waren im Krieg in Biafra. Okay. Und auf einer Seite waren Chinesen und Franzosen, an Uyuko seiner Seite und an Govan seiner Seite waren Russen, Amerikaner und Engländer. Und wir waren Kanadier, wir waren nicht links, nicht rechts, haben wir dem gegeben zu essen und so und durften wir da draußen arbeiten. Viele Leute haben nicht getraut, sie nach Nigeria gehen. Ich habe mich nicht getraut, aber ich hatte zwei Sachen. Oder machen die Firma zu oder gehen nach Nigeria. Das ist einer oder andere. Und ich bin gegangen, um Firma zu retten. Und dann habe ich, wo fertig war, war Govan Präsident auf Nigeria, hat geschickt Parotech Adekundi seine Leute. Ich war schwimmen im Federal Palace. Und dann haben sie mich abgeholt, gebracht zu den Präsidenten auf Nigeria. Und haben sie mich gefragt, ob ich in Öl treten gehen will, weil sie wissen ja, jeder Land, wo Öl suchen, 20%, was sie finden, ist immer von dem Land. Das ist in Angola, das ist überall so. Mhm. Die Mehrheit gehört zu den Multis und dann 20% gehört zu der Stadt. Und dann haben die gesucht, jemanden, das verkaufen würde, das Surplus, sie wissen ja. Das hätte sollen für ein nigerisches Volk sein, für Elektrizität und alles anderes. Mhm. Und manchmal haben sie lassen die arme Nigeria Schwarze im Dunkel und haben Batsch Krut verkauft. Und ich habe die Möglichkeiten, alle Surplus Krut zu verkaufen. Und habe meinen Kontrakt unterschrieben, gleich nach dem Krieg, für $4.62 Barrel. War damals. $4.62. Ja, mein das Gott. War ja, normal. Das war Market-Ding ja. Für ein Jahr. Und wo ich das erste Schiff in Port Harcourt vorgeladen habe, bin ich dann weg und bin geflogen nach der Kanarieninsel und kriege bei Nacht einen Anruf und wie gesagt, der Chef von der Firma hat gesagt, Walter, schau, der Öl ist gestiegen. Gestern Abend war zu an $8.70. Das war gar nicht schlecht. Damals war der Transportfirma, war der Papa Christidis, das waren die vier Griechen. Ne? Und er hat gesagt, ruf da an und sagt, sollen Sie nicht sich beeilen so viel, dass Sie so schnell in Rotterdam werden. Und wo das Schiff angelandet hat, wir haben gehabt 1,7 Millionen Barrel. Und der Preis, was wir gekriegt haben in Rotterdam, war $18, der erste Lader. Und dann der letzte Lader in Hamburg kriegt $32. Aber halbe Firma war ja vom nigerischen Ölministerium, ja. Der andere Hälfte war mein. Aber ich habe ja auch gehabt, stille Partner, ne? Das geht nicht so. Das, die lassen ja nicht verdienen per Barrel $70. Das gibt's ja nicht. Über welches Jahr reden wir ungefähr? Wir reden sofort nach dem Krieg in Biafra, das war 70er Jahre. 70er Jahre, das war auch die Zeit der Ölkrise. Und da, dadurch sind die Preise so explodiert. Ne? Und dann wollte jeder Öl haben und dann kannst du bestimmen, wie viel. Wissen Sie, das ist immer Demand Supply, Sie wissen ja, ja das. Wenn einer hungrig ist, bezahlt für eine Wurst $100, was sein muss. Ja. Wenn er aber nicht hungrig ist, verkauft er sie gar nicht. So sind immer so, wissen Sie. Das war, ja, ich habe damals sehr viel Geld verdient. Ich war in Nigeria 5 Jahre, aber 3 Jahre im Ölhandel. Nur dass der zweite Jahr war nicht derselbe Preis. Ne? Hm. Die werden ja nicht hingehen, Börse ist gelaufen auf $32 bis $36.
Und die werden mir ja nicht für $4.60, das geht ja nicht. Haben wir einen neuen Kontrakt geschrieben, aber haben wir genug verdient, dass wir leben konnten. Ja, dass sie leben konnten. War nicht schlecht. Und sie hat natürlich auch immer Kontakte so zur Regierung, wenn man im Erdölgeschäft tätig ist, glaube ich, bleibt es nicht aus. Ja, das ist schon. Ich habe ja einen Kontrakt, den ersten Kontrakt. Wir haben operiert ein Bohrturm, war nicht unser, aber hat gehört, verteilt wurde Marine in New Orleans. Mhm. Wissen Sie, wer der Eigentümer war? George Bush Senior. Hatte eine Firma gehabt, der Bohrturm. Aber er durfte nicht arbeiten in Nigeria. Okay. Er war damals Direktor der CIA. Ja. So gibt's alles. Plus, Minus. Aber muss eben, ne? Wenn du Ski fährst, kannst nicht immer gerade fahren, musst auch ein bisschen hin und her. Muss ich das ein bisschen durchvorstellen. Das war auch die Zeit, wo der Kontakt zu Lamborghini kam, oder? Ja. Ich habe Anfang 70er Jahre erst nach Italien gefahren, mir hat Miura gefallen. Mhm. Und ich habe dann, so wissen Sie, wie es ist, wo ich ersten Lamborghini kaufen war, so hat mich Tanzi verkauft. Wo ich den dritten gekauft habe, war schon Interesse auf Ferruccio. Wer ist der Idiot, dass jeder Jahr einen neuen Miura kauft? Und dann immer ist das diese Relation, Business Relation, Friendship geworden. Mhm. Er hat ein Haus gehabt in Katholika, ich habe gelebt auf französische Riviera, in der Haute Place Cassia in Cannes mit meiner Familie. Und ich bin mit Hubschrauber geflogen, da waren nicht so viele Kunden, dass sie in der Fabrik mit Hubschrauber ankamen. Und da sind wir gute Freunde geworden. Und dann, wo er verkauft hat, so Lamero und Rosetti, das waren ja zwei totale. Ich weiß nicht. Einer war ein Autohändler und der andere war ein Alkoholik. Mhm. Warum die ein Lamborghini wer gekauft haben von Ferruccio, weiß ich nicht. Aber die haben vom Autos, so wie jeder Autohändler, so viel haben sie gewusst. Okay? hinter mir ist ja, ich bin ja raus, ich war ja nie Eigentümer. Ich könnte ja haben Fabrik so. Mhm. Nur Situation ist, Fabrik hat eine Deadload gehabt auf 110 Millionen. Ja, okay. Und wenn du kaufst, als Privatmann, bist du in Italien, in die gesetzt. In der Haftung. In der Haftung für das ganze Geld. Ja. Für Entwicklung haben sie gebraucht 15 Millionen plus 110 Debt. Ich war nicht interessiert. Mich hat nicht interessiert. Ich habe gesehen, warum sollte mich interessieren? Erst der Geld zu machen war nicht da, weil der Deadload so groß war. Und auf zweiter Seite, mich hat er nicht interessiert. Mich haben interessiert die Autos. Ich war manche gut looking Customers. Sie wissen ja, dass Espada hat Claudia Cardinale gehabt. So. Das war ganz gut, Essen Spaghetti, nicht nur mit Männern. Sie wollten über den Besitz von Lamborghini an Claudia Cardinale rankommen? Nein, ich habe sie gekannt, weil Renato de la Valle, der Weltmeister in Powerboat, ja. Der hat mir eingeredet, dass mit Lamborghini die Boote gebaut haben, die Motoren für Offshore, die 8,2 Liter. Ne? Ja. Und da hat ja Didi Peroni dann sich umgebracht mit, das war ja Lamborghini-Motoren in sein Schiff, wo er gestorben ist. Okay. Und mich hat interessiert, ich bin ziemlich gut befreundet mit Tullio Abate in Italien und ich kenne sehr viele, sehr gescheite Leute, aber sehr viele Idioten wie ich. So, Sie wissen ja, wer es ist. Wie war Ferruccio Lamborghini? Fantastisch. Ja? Ja, ja. Hat er mal erzählt, wie das war mit Ferrari? Also warum er überhaupt von Landmaschinen auf Autos gegangen ist? Was ist? Er hat ja ein paar Firmen gehabt. Ja. Ferruccio hat gehabt, die Autofabrik hat er nicht gehabt. Er hat gehabt eine Aircondition-Fabrik, er hat gehabt eine Traktorfabrik und noch zwei andere. Ich habe vergessen was. Und dann wollte er vom Enzo ein Auto kaufen. Und er hat mit dem so gemacht, wie Mercedes mit mir, ja, wo werden sie was kriegen, aber wir haben keinen Chip. Das ist jetzt bei Mercedes, die haben keinen Chip. Das haben die mit ihm so gemacht? Mercedes hat das gemacht, ein Jahr mit mir, ich konnte kein Auto kriegen. Ja, das gibt's ja nicht. Ja, aber jetzt haben wir gekriegt. Ich habe gesehen, darf man sagen, was sie fahren? Einen neuen Maybach.
Ja, ja, freilich. Aber für den habe ich ein Jahr gewartet. Ja, das gibt's ja nicht. Ja, früher habe ich gekriegt in 4 Wochen. Ja, davon gehe ich aus. Haben Sie alle Funktionen, die Sie bestellt haben, auch drin im Auto? Oder? Der Auto hat alles. Nicht hat, ja, weiß nicht, Badewanne hat er keine. Der Chipmangel war dann kein Problem? Na, bei Maybach nicht. Nein, okay, alles klar. Sie wissen ja, wie die Maybach verkauft sind. Ja, Maybach kriegen gibt, sag mal, Österreich kriegt 4 jährlich. Ja. Deutschland hat sehr wahrscheinlich 25. Ja. Und dann hat Rumänien 1, 2. Ja. Dann hat Slowenien einen gekriegt. Dafür habe ich eine slowenische Nummer. Und dann kriegen Länder, wird ja aufgeteilt. Maybach ist ja nicht produziert an der Linie. Das wissen wir, das ist ja AMG produziert. Und die Situation ist, ich wollte nicht haben Maybach. Das ist ja zu viele auffällige Auto. Ich wollte haben einen 580er. Und den konnte ich nicht kriegen, weil sie nicht Chip hatten. Okay, okay. Dann bin ich ein bisschen narrisch geworden und dann habe ich gekriegt Maybach sofort für denselben Preis. Oh, das ist gut. Ja, ich habe mich nicht beschwert. Das merken wir uns. Ja, aber jetzt bestimmt jetzt viele Hörer zu Mercedes gehen. Und nein, aber Situation ist, dass diese ist die letzte Serie von 12 Zylinder, 6 Liter, hat über 600 PS, hat alles drin, was sie wollen, wenn er holt, Massage für Rücken, mit Fahren und was er will. Hinten habe ich noch nie gesessen, weil ich habe jetzt den Auto 3 Wochen habe schon 8000 Kilometer gemacht. Fahren Sie selber alles? Ja, ich fahre selber. Ich lasse mich nicht fahren. Ich lasse mich nicht, wie Amerikaner sagen, I don't get taken for a ride. Not by a car, but not by a woman. Nein, nein. Das ist das beste Auto, das ich bis jetzt gehabt habe. Und ich habe gehabt 6 600er, ganz neue. Ich habe noch einen, den alten, der Limousine, der State Limousine, der ist der einzige, was ich nicht verkaufe, weil das extra gemacht war. Ich habe eine Uhr da drin, das kostet 60.000. Hat gekostet in den 70er Jahren 60.000 Mark. Ist eine Rolex mit Diamanten. Warum? Jetzt kann der Auto nicht einen Service geben mit der Uhr, weil da verschwindet die Uhr. Aber ich habe es gemacht. Hat der Werk gemacht, hat auch ein Bar, hat damals Betamax gehabt. Ja, das Videosystem. Ja, Video. Ich ja. muss ein amerikanische haben und europäische, weil da waren ja 2 verschiedene. Und das habe ich original so und ist ein super Auto. Nur musst, wenn du fahren willst, musst du eine Tankstelle oder ein Tankauto hinten haben. Ne? Der braucht ja 25 Liter, wenn du ein bisschen fahrst. Also der braucht aber 11,5. Ich wollte gerade sagen, dass Sie sich mal über Spritpreise beschweren oder verbräuchen. No, ich bin nicht mehr im Geschäft, so verdiene ich nichts. Jetzt bin ich Auszahler. Ich habe selten einen Gast gehabt, wo ich sage, Sie saßen an der Quelle. Aber im wahrsten Sinne des Wortes bei einer Ölquelle. Sure, das stimmt das schon. Nicht ganz schlecht. Aber eigentlich. Jetzt stehe ich nicht mehr an der Quelle. Jetzt, Sie wissen ja, Wetter wechselt sich, ja. Tag und Nacht wechselt sich. Ne? Und auch nicht mein Wechsel, ich will, auf welcher Seite bist. Ja, ja. Ganz einfach. Nein, ich mache mehr Spaß. Ja. Ist ein ganz anderes Auto. Das stimmt. Faszinierend, also dass man mit so wenig Verbrauch so ein Auto bewegen kann. Das da Auto habe ich heute, bin ich gekommen. Ich war in Steiermark, bin zu MAN gefahren, nach Steyr, war ich in Salzburg. Überall und Durchschnittsverbrauch, was denken Sie, was war? 11 Liter, haben Sie gesagt? Ja, 11 Liter. Das ist unglaublich. Ich habe auch nicht geglaubt. Natürlich, wenn Sie in die Stadt fahren, wissen Sie, brauchen Sie wahrscheinlich 16. Dann geht's hoch. Oder wenn Sie die deutsche Autobahn nochmal runterknistern. Ja, kommt darauf an, wie schnell man fährt. Aber ich fahre ja auch in Österreich. Ich kann ja nicht lesen. Und ich sehe nicht das Schild dazu. Und da hat ein paar Mal geblitzt hinter mir. Ich kann ja nicht dahin fahren mit 110, 120 Kilometer. Steigst am Gas, boom, bist ja sofort auf 200. Ja, ja, ja. Genau. Außerdem ist es ja ein Kennzeichen, was gar nicht in Österreich ist. Also Sie haben ja, ich habe ja slowenisch Kennzeichen. Eben, genau, hat man ja nichts zu befürchten. Ja, aber das ist die Europäische Union, da hilft mir nichts mehr. Jetzt muss ich eine vom Kriegen von Türkei, dass sie nicht hinschicken, Zettel. Aber das hilft mir nicht, weil zu viele Leute wissen, wer so ein Auto fährt.
Ja. Und wer ich bin. Sie sehen ja, jeder weiß, ich habe ihn noch nie gesehen. Hallo, Herr Wolf, wie geht's? Ja. Und wissen Sie, ich bin sehr schnell zu finden. Ich verstecke mich ja nirgendwo. Nein, warum auch? Ich gehe in die Schweiz, ich war in Italien. Ich fahre hin und her nach Wien zum Abendessen, wenn ich Zeit habe. Da muss schon ein bisschen schneller gehen. Du kannst ja nicht in Wien 110 fahren vom Steiermark. Sie haben vollkommen recht. Also das kann ich sagen, ich bin Ihnen eben hinterhergefahren. Hin und wieder bin ich mal kurz vom Gas gegangen. Aber wir haben uns ja zum Glück auch wieder getroffen. Ich fahre normal. Wissen Sie so, dass mein Co-Driver nicht jammern tut da. Ja. Aber wenn ich eilig habe, extra bei Nacht. Ich fahre schon noch, was zugelassene Geschwindigkeit ist. Okay. Also jetzt, wo wir schon bei Autos von Ihnen sind, ja. Privatautos, der 600er Mercedes, das sind alles Autos, wenn man Ihren Namen googelt, dann taucht das alles auf. Dieser faszinierende 600er Mercedes, der auf Sie hingebaut wurde mit der Rolex-Uhr drin. Schauen Sie, ich habe gelebt als Kind in Jugoslawien, ja. Als Deutscher. Ja. Wenn Sie mich erwischt hätten, 1945, wären wir ja nicht reden hier. Ja, das stimmt. Halbe meine Familie haben Sie verputzt, die Partisanen. Ja. Ich hasse ja die Leute. Verstehen Sie, unsere Situation ist, dass, wenn du nichts hast, nichts zu essen, und nach einmal verdienst so ein Geld, wie ich verdient habe in 70er, dann ist ja der Schraube ein bisschen los. Ich hasse große Schiffe. Aber ich habe mich machen lassen, 52 Meter Schiff damals, wissen Sie, 52 Meter. Wer braucht das? Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ich habe gekauft und habe gehabt zwei glückliche Tage, wo ich gekriegt habe und wo sie verkauft haben, zwei Jahre später. Und weil das nicht ich bin, verstehen Sie? Ja. Ich meine, ich habe gerne, ich werde nicht sagen, wenn der Gast von da, dass er Essen stellen muss, weil er keine Karten hat, dass er kauft. Und dann verdienst Geld, dass er so nebenbei eine 52 Meter Yacht kaufen kannst und ein Falcon Jet und alles, wissen Sie, dann kann es ja nicht normal sein. Das stimmt. Verstehen Sie, das ist nicht, weil du so clever bist. Das ist, gehört auch viel Glück. Das kann man nicht manipulieren. Weil wer wusste, wo ich unterschrieben habe in der Jahre, ich habe gesagt, was mache ich mit Öl jetzt? Ich habe Öl gekauft, ich habe Benzin gekauft und Öl für den Motor und so. Aber so ein Geld, so ein Verkauf, so eine Menge. Wir haben ja verkauft, einen guten Monat haben wir verkauft 3,4 Millionen Barrel. Mit 400% Aufschlag. Ja, mit 1000% Aufschlag, ne? Verstehen Sie? Und dann ist sehr schwer, Ballast zu kriegen. Ja, davon gehe ich aus. Ne? Sie kennen ja Düsseldorf, ne? Ja, ja, Düsseldorf, klar. Kennen ja. Sie Sam's, der Nightclub, das sie da haben, der Disco Sam's. Ich kenne den Namen, das war so eine schicke Mickey-Disco. Ja. Und ich war ja sehr gut befreundet mit Klaus Kremer von Warsteiner. Ja. Klaus und ich haben ein gutes Traum. Und er hat einmal da gesessen und wo ich Lamborghini-Kontrolle übernommen habe, habe ich reingekommen und habe, waren die alle. Ich war ja Mr. Noble, ich komme da rein und die sitzen alle da und ich sage, Klaus, ich habe Lamborghini gekauft. Ich habe ja die Wahlrechte gehabt. Und dann hat er gesagt, welches Modell? Ich habe gesagt, na, Fabrik. Da war der Sohn, der Generaldirektor von Thyssen da und so. Das kennen Sie ja die alle. Und dann haben sie geschaut, ob die verrückt sind oder ich. Und den nächsten Tag war ich in Bild-Zeitung. Ich habe die Bild-Zeitung irgendwo. The unknown customer took control of Lamborghini. Die haben gedacht, Hubert Hane und die haben gedacht, Hubert Hane war ja Vertreter in diesem Dorf. Genau. Der hätte am liebsten in Marie reingestiegen, wenn er konnte. Ja. Er ist ja sowieso gerne sehr wichtig. Nur er hat ja Autohandel gehabt und alles. Und wo ist alles geendet? Verstehen Sie? Und fein. Jeder hat seine Up und Downs. Aber Lamborghini, dass du Kontrolle hast, ist ja nicht wichtig, ob du die Schere gekauft hast oder du die Wahlrechte hast. Das spielt ja keine Rolle. Du bestimmst, was passiert. Und wenn du das hast,
Ich war ja so wie eine Affe, das irgendwo hergekommen ist, verstehen Sie? Ja. Jetzt muss man gehen, da sehen wir, wer ist der Monkey? Verstehen Sie? Das sind Fakten, ne? Und dann, Sie wissen ja, keiner durfte in Enzo seiner Zeit einen Fiorano testen, ne? Oh ja, das durften Sie, ne? Ich durfte. Ja, da kommen wir jetzt drauf. Ja, wir haben gegessen zusammen in seinem privaten Ding da und waren nach Long Beach, wo wir verloren haben. Ja. Und ich war Zweiter, aber Mario hat gewonnen. Und ich komme zurück und habe gesagt, ja, Long Beach, ich habe gesagt, Kommandatore, kein Problem. Haben wir nicht gewonnen, Monaco, nicht Long Beach, aber wir haben Monaco gewinnen. Hat er aufgestanden, hat er gesagt, Walter, impossibile. A Monaco prima, nicchi, seconda, Carlo, e terza, possibile, Jody. Hab ich gesagt, no, prima, Jody, seconda, nicchi, terza, Ding. Und er wollte immer, dass ich Ferrari fahre. Ich konnte nicht Ferrari fahren, wenn ich mit so viel Geld gesteckt habe in Lamborghini. Ja. So, das geht ja nicht. Und habe gesagt, okay, mach mal etwas. Wir machen eine Bette. Wenn ich gewinne, gibt's mir einen Ferrari. Wenn ich verliere, ich kaufe einen. Schön gemacht. War die Sache erledigt. Und wer hat gewonnen? So wie ich gesagt habe. Jody, Niki, Carlo. Hab nichts gesagt, hab nur geschrieben. Ich habe immer Kommandatore gerufen. Kommandatore am Monaco, der Gran Premio de Monaco. Prima. Jody Scheckter, Kommakene Wolf. Wolf Ford. Und der Ford konnte gar nicht hören. Sekunda, Niki Lauter, Kommakene Ferrari. In Terza Carlo Reutemann. Hat er mir Auto geschickt? Welchen? 512 oh, BB. Also, ja, okay. Ja. Und dann kriege ich Rechnung ein paar Tage später und verrechne mit $2,650 für Reifen. Hat er gesagt, die Pneumatik, ein paar Ferrari, ein Michelin. Und dann haben wir ihn geschickt. Ein günstiges Auto. Ja, ja. Und das sind so. Ich habe mich mit ihm sehr gut verstanden. Ja. Er war one of a kind. Erst habe ich ihn sehr respektiert. Und zweitens, er war sehr direkt. Und das habe ich gerne gehört. Er hat gesagt, so it is. Und so sehen Sie, was er zum Henry Ford gesagt hat. Ja, das kannst du machen. Fabrik hat er zu Anelli zu billig verkauft. Weil Sie wissen ja, der Ferrari war, die Mannschaft, Scuderia Ferrari, war nie eine Werksmannschaft. Das war eine andere Firma. Das hat geheißen Automobile Sporte de Ferrari Trentino. Und das war in Besitz auf Enzo, nicht auf Fabrik. Aber Fabrik war auch sein. Und dann hat er Hälfte verkauft zu Anelli. Mhm. Und dann hat die andere Hälfte hat er Luca Montezemolo oder Piero Lardi hat das dann gekriegt und verkauft zur Commerzbank in Deutschland. Sie wissen ja, Commerzbank hält noch heute 33% der Ferrari-Auto. Okay, das habe ich jetzt gar nicht so präsent. Ja. Hat er Sie auch mal gefragt, ob Sie nicht da einsteigen wollen bei Ferrari? Nee, das hat er mir nie gefragt. Okay. Wir waren Konkurrenten. Ja, okay. Ich war nicht interessiert einsteigen, ich wollte ihn schlagen. Aber leider nicht. Da müssen wir jetzt drüber reden. Als das Geld bei Ihnen in Strömen floss, haben Sie sich überlegt, einen Formel-1-Rennstall zu kaufen. Ja, nein. Ich habe ja nicht gekauft. Was war? Ich habe eine Zeit lang Frank Williams unterstützt. Ja. Und ich wollte mit Lamborghini fahren gegen Ferrari. Das so Sie, hat angefangen. Ah, Sie wollten mit Lamborghini in die Formel 1? Formel 1 gegen Ferrari. Mhm. Und ich habe Dallara gehabt und Dallara war so Konsulent. Er hat ja gebaut der Tommaso Iso Grifo, das sind ja Dallara Autos. Und dann habe ich immer Frank geholfen. Ich war nicht zu viel interessiert, aber Frank war Freund mit Dallara und wir sind gute Freunde geworden. Mhm. Und dann hat er immer ein Engine gebraucht. Und ich habe praktisch jeden Monat meine Engine gekauft. Und dann ist so weit gekommen, hat er gesagt, das wird ja nirgendwo hingehen. Ich sponsoriere dir den Auto und habe
Sponsorship gemacht. Erst habe ich geholfen in 75 und 76, habe gesagt, ich sponsere. Aber du fahrst weiter. Und wir sind nirgendwo hingekommen. Mhm. Wir sind da, einmal hat Lafitte war Zweiter, aber das war so ein Glückstreffer. Und dann habe ich gesagt, na, Frank, das wird nichts. Ich gehe auf eigene Sache. Und er war im Bankrott. Der war immer ganz knapp am Bankrott. Ja, aber also. Dann habe ich hingegangen und habe gesagt, Frank, ich lasse den nicht bankrott gehen. Und um zu seinem Bankrott zu lösen, hat er mir alle Assets verkauft. Die Fabrik? Aber nicht die Firma. Ah, okay, alles klar. Aber das war ja sein Name, Frank Williams. Ja, genau. Und er hat mir alles verkauft, die ganzen Assets. Und dann habe ich gesagt, Frank, ich fange meine eigene Mannschaft an. Ja. Wolf Racing, du kannst arbeiten hier. Mhm. Als mein Berater. Er wusste sehr viel. Mhm. Aber so wie du gemacht hast, wird nichts. Und habe das gemacht. Und dann ist Frank zu mir. Dann bin ich hingegangen, habe Peter Wohr genommen vom Lotus. Mhm. Und Peter, weißt du, war ja schon Weltmeister mit Fittipaldi, zweimal mit Rindt. Mhm. Und er hat gewusst, wie man das macht. Mhm. Weißt du, ich habe geschaut, was Berlusconi gemacht hat mit AC Milan. Er ist hingegangen, hat alles gewonnen, hat aber halbe Holland gekauft, bei Frankreich, bei Spieler überall. Und er hat gesagt, das habe ich geschaut, bei Frank, aber nicht so viel bei Frank. Wer sind die Leute, die das schon da waren? Wissen Sie, musste, wenn ein Hohl lese, du springst ja nicht in den Hohl, du gehst langsam runter, schaust an, zweite Mal kannst du vielleicht springen. Und dann habe ich geschaut, wer kann machen. Und dann bin ich hin und habe genommen die alte Mannschaft, das da war bei Frank, das war Harvey Postelwein. Nein, er war noch nicht mal da. Er hat da rumgeschissen mit etwas. Harvey Postelwein war bei Heskett. Und habe gesagt, Harvey, wird es gut? Und habe sie alle eingeladen zu mir. Ich habe gewohnt ja unter Place Cassia in Frankreich. Und habe gesagt, komm runter. Und habe gesagt, Peter, wo? Da war ja Colin Chapman, hat er mit mir nie geredet. Ja, also Peter, möchtest du kommen zu mir? Und haben gesagt, ja, fein. Er sagte, schau mal an. Ich habe gesagt, weißt du warum, du kommst nach Bermuda, bleib mal hin, kommt Jody und du, meine Frau und ich, besprecht mal, ob du interessiert bist. Da haben sie gesagt, ja fein, sind die alle nach Bermuda gekommen und dann hat Kirk Cooper damals, Cooper Leibrand, hat ein Budget vorgelegt, das da ist. Und dann haben wir ausgemacht, was wollt ihr haben dafür? Haben sie gesagt, pass auf, dann hat Peter wohl aufgeschrieben, vier Namen. Geld war kein Problem, das haben wir schon geregelt. Was ist offiziell und was wir dann, Bonus jede Tribüne, jede drei Monate. Der war aber steuerfrei, ne? Ja, natürlich. Und das haben wir alles geregelt. Jetzt, wie muss man, der Fahrer, okay, hat Peter aufgeschrieben, Niki, Jody, Ronny Peterson und Mario Andretti. Als Wunschfahrer, als Wunschstoppfahrer. Ja, Wunschfahrer. Sie ja, hatten, Sie hatten als Fahrer Jackie X? Nein, der war nie in der Frage. Jackie war ja, der war ja passé. Da. Ja, der hat einen Rennen für Frank Williams gefahren, aber nicht für Wolf. Ah, nee, genau. Aber das war nicht so, dass Sie den übernehmen wollten. Das hätte nicht gepasst. Ich wollte neu anfangen. Habe ich Harvey genommen vom Heskett und vom Lola Patrick Head. Ja. Und Assistent, Engineering Assistent vom Harvey, haben wir vorgesehen, Nui. Adrian Nui? Ja. Als ganz jungen Ingenieur? Ingenieur, ja. Und Patrick Head? Patrick Head war ja bei Lola. Sie hatten ja eigentlich die Traumpaarung schon zusammen. Und Ross ist gekommen. Ja, okay. Und dann haben wir das erledigt. Fabrik haben wir ja, weil ich ja da alle Assets hatte, haben wir ein bisschen aufgestockt, die Leute. Ja. Und haben ein Auto gebaut, das geheißen hat Wolf. Und dann wurde der Auto in London vorgestellt, um meinen Geburtstag im Oktober. Dann haben wir ein bisschen getestet und dann sind wir nach Argentinien. Sie haben in kürzester Zeit das Auto gebaut, das muss man auch sagen. In 6 Monaten. In 6 Monaten. Ja, aber dann sind wir nach Argentinien
Und dann hat man nicht mehr zurückgeschaut. Haben Sie da schon gemerkt, wie genial Adrian Newey zum Beispiel ist? Also hat man das da schon gemerkt? Nein, das nicht, weil ich mit Harvey, weißt du, Harvey Peter und das waren junge Burschen, der ist ja, wo Emerson gekauft hat, ja. Wolf Assets. Ja. Ist Newey mit ihm gegangen und der war ja 2 Jahre bei Emerson. Bei Emerson für die Party, ja. Und so, wir haben dann ausgemacht, dann sind wir nach Argentinien, in Argentinien. Sind wir hin, hat nie geklappt. Fahr mal mit Jody da rum, wer hat das scheiß Auto bei links und rechts, haben wir gesagt, fein. Dann sind sie bei Nacht, der Mechaniker hat Harvey entschieden und Patrick, dass die werden crosschecken, der Aufhängung. Haben sie gemacht. Nächsten Tag bei Warm-up, wir waren mal 13. Mit Gewalt sind wir am 13. Das ist eine schlechte Nummer. Dann hat Rennen angefangen. Dann hat Jody, Mario Van der Poel, Jody hat bei Start eingeschlafen. Dann war nicht 13, war der Letzte. Und dann ist er gegangen. Jede Runde hat einer geholt. Mario ist raus, weil da Explosion war. Aber vorne war gefahren für Bernie. Ja. Mein bester Freund. Pace. Carlos Pace. Ja. Und Jody ist Runde nach Runde. 5-7 Runden vor Ende hat er überholt und dann war Ende. Dann haben wir müssen nur beten, dass so nichts passiert am Auto. Ich habe ja selber nie geglaubt, dass wir gewinnen werden. Das ist ja. Und das nochmal deutlich zu sagen, das nicht so aussehen. Sie haben das Einstandsrennen mit Ihrem neuen Rennstall gewonnen. Ja, der Einstandsrennen. Also unglaublich ist. Wie haben dann die anderen Sie wahrgenommen? Enzo Ferrari nicht, zum Beispiel. Ich habe ja selber nicht geglaubt. Ja, ich war dann, habe gesagt, okay, nächster Rennen ist Brasil, da kommt meine Frau. Es ist immer nach Punta del Este geflogen, war James mit. Und Egon Zimmermann, der Skifahrer, und da war Fußballspiel. Frauen, Argentina gegen Uruguay. Aber da kommen 4000 Argentinien, Männer da zuschauen. Und ich wurde ausgewählt als Schiedsrichter. Da haben mich Weiber bald verdroschen. Ich kenne ja nichts von Fußball. Ich habe da was gepfiffen und wie sie müssen sehen. Da war ja Teufel los. Und James war der Linienrichter. Und dann sind wir nach Brasilien, da haben wir auch geführt und das Motor explodiert am Viertel ab. In Südafrika hätten wir auch gewonnen, waren wir leider Zweiter, weil da ist Jody rein, hat er so viel geführt. Und wo der Unfall war mit Tom Price, wo der die Flasche umgebracht hat, da waren Scherben. Und Jody ist auf die Scherbe gelaufen. Also wo der Feuerlöscher in den Wagen rein ist. Ja, also das, ja. Aber da sind, der Auto ist ja über Lafitte geflogen an der Ende. Und dann ist der größte Witz war aber das, dass Jody ist gekommen. Er hat ja geführt darin. Ja. Und ist auf diesen Mist drauf. Und ist reingekommen, wechselt die Reifen und ich ist vorbei. Und dann waren wir leider nur Zweiter wieder. Trotz allem waren Sie am Ende der Saison Vize-Weltmeister. Ja, aber da war es, ich war da Ende der Saison erste Loser. Das war nicht Ihr Anspruch, das stimmt. Na, das wollte ich nicht. Ich wollte gewinnen. Ja. Aber wissen Sie, warum ich verloren habe? Wenn Sie mal zurückschauen, wir haben Belgien haben so weggenommen. Wir haben ja geführt 42,7 Sekunden und gewonnen das Rennen. Zweiter war Gunnar Nielsen und Dritter war Niki. Jody hat sich gedreht und noch immer geführt. Er ist ein Idiot. Ein belgischer Idiot hingelassen und hat wollen ihm nachschieben ein bisschen. Und dann hat McLaren einen Protest gemacht. Und uns haben sie 9 Punkte weggenommen. Mhm. Und Niki hat 2 mehr gekriegt. Und wir haben 1% verloren. Niki war Weltmeister, das ist alles. Das sind so Sachen. Fein. Manche gewinnst, manche verlierst. Wir sind in Kanada, waren wir in dritte Position und hat James Hunt auf Mars, waren beide McLaren gecrashed und wir haben gewonnen. Das geht so, einmal geht's rauf, einmal geht's runter. Sie hat es immer so ein bisschen genervt, dass Ford auf dem Motor stand, oder? Ja, noch nicht. Nee, ich bin ziemlich gut mit Campbell gewesen, der hat ja Ford vertreten in Europa.
Und ich bin am Ende, ich werde nicht sagen Freund, ja, ein guter Acquaintance mit Edsel geworden. Und das war, hat mich nicht, noch nie mal gestört. Also, okay. Nein, weil da war ja kein anderer Motor da. Ich hätte jetzt gedacht, dass Sie vielleicht über Lamborghini noch ein Formel 1 Motor waren nicht in der Position, damals einen Motor machen. Verstehen Sie nicht, ein Zwölfzylinder. Mhm. Sie wissen ja, der Zwölfzylinder ist ja der Lamborghini, der beste Motor, ja. Aber auch bei Ferrari. Ferrari macht ja nur Zwölfzylinder, was Enzo gemacht hat. Die anderen Motoren, was Ferrari macht, die sind ja in Ungarn gemacht, das wissen Sie ja. Jetzt? Die sind noch heute. Alle Ferrari macht nur Motoren, alle Blocks und alles, bis Enzo gelebt hat. Ja. Nur Zwölfzylinder wurde im Werk gemacht. Ah, echt? Ja, ja. Alles andere war, haben sie zusammen nachher getestet an dem Mensch. Aber das wurde ja in der 10-Zylinder und das wurde ja gebaut in Ungarn. Okay. Wir haben ja damals gefahren. Sie wissen ja, der Unterschied mit dem 12-Zylinder und einem 8-Zylinder. 8-Zylinder hat ja viel mehr Torque. 12-Zylinder hat mehr Horsepower. Der kann ja drehen, ganz anders. Hm. Der dreht ja 300, 400 RPM mehr, weil der Kolben doch zu klein sind. Aber der hat keinen Torque, wissen Sie, ein 12. Dafür ist ja der Kompromiss an 10 Zylinder. Mhm. Ja, weil der ist gut für den Drehmoment. Und Drehmoment, ja. Ne? Aber er ist nicht so gut wie ein 8 Zylinder. Nur 8 Zylinder kann es nicht gehen in 13.000 Touren. Mhm. Der dreht 17. Ein 12 Zylinder kann drehen, wie viel er willst. Ja, fast. Ne? Ja. Bis er Handgranate wird. Ist ja nur nicht Motor. Ist ja auch Chassis. Leute denken, ja, die Autos sind das. Vom Rennen, durch Rennen, selber. Das ist ja plötzlich. Sie wissen ja, ein Monocoque, dass er 5 cm länger ist, geht ja ganz anders an der Hochgeschwindigkeit kursen. Aber du kannst ihn nicht schmeißen in Monza. Du kannst ihn nicht in die engen Kurven einwerfen. Ne? Nein, aber du kannst den kleinen. Dafür war ja der VR1 so gut, weil er in Monaco, ne? Jody war ja Zweiter an der Pole. Ja. Pole-Position hat er gehabt, Ronny Peterson. Jody hat die erste Kurve erwischt und Peterson konnte hinterherfahren. Nein, Watson hat die Pole-Position gehabt. Okay. Ne? Auch mit 12-Zylinder Motor, Alpha. Aber das war Bernie sein Auto. War ein bisschen anders, mehr PS, sicher 40 PS mehr. Aber hat er nicht gehabt, wissen Sie, Jody ist da rein und rund, ganz anders zu fahren. Sind Sie selber mal Probe gefahren? Ja, viel. Ja, aber dann bin ich so weit ist gekommen, dass ich in Silverstone gefahren habe, bin bald 11 oder 12 Sekunden nah auf Jody zur Zeit gekommen. Aber ich habe gefahren über meine Fähigkeit. Und dann hat sich meine Frau aufgeregt. Und Peter wollte jetzt aus dem Auto raus oder ich höre auf. Und meine Frau sagt, ich schmeiß dich aus dem Haus. Aber sagt man, da muss ich aufhören. Nein, ich habe Filme gespielt. Okay. Und ich habe viel gespielt mit Formel 3 Auto. Weil der Lara hat ja eine Rennstrecke. Ja. Und ich war ja immer bei Paolo. Ich bin Helikopterpump. Wenn ich steht in der Fabrik, bin ich schnell zu Paolo geflogen. Das hat den Vorteil, wenn du Hubschrauber hast. Ja, genau. Es ist keine Speeding-Tickets, nichts. Fliegen Sie noch viel Hubschrauber? Nein, ich habe alles mehr verloren. Ja. Medical. Ja. Ich habe noch Schein, aber Medical, ich habe mit Problemen einen leichten Gehirnschlag gehabt. Okay. Weil ich kam ein paar Tage und ist jetzt perfekt, aber Risikofaktor ist zu groß, und wissen Sie. Wenn er geht gegen 84. Aber ich werde kriegen noch Hubschrauberschein zurück, medical. Ich habe ja kanadischen, amerikanischen und englischen. Und jetzt haben sie mir in Kanada gesagt, nein, jetzt probiere ich durch einen neuen Check-up, medical und hin und her. Und vielleicht kriege ich. Ja, Flugzeug interessiert mich gar nicht. Weil Hubschrauber fliegst du, Flugzeug fliegt nicht.
Weil du gehst ein paar Knöpfe und fliegst, ne? Du kannst ja nichts machen. Nur mit Hubschrauber war sein Vorteil. Wenn da was passiert, kannst du in Auto-Rotation gehen. Ja, das stimmt. Und kannst gehen in jedem Feld, im Kartoffelfeld. Ich habe bei einem österreichischen Grand Prix, haben wir ja gelebt, in Schloss Seefeld, in Gärten. Mhm. Und ich habe gelandet, ich habe gesagt, der Besitzer, nehmen die Netze weg vom Tennisplatz und habe gleich am Tennisplatz gelandet. Ne? Ja. So, für die Fans, was für Hubschrauber haben Sie besessen? Ein 206 Jet Ranger, Augustus. Okay. Bell. Okay. Ja, ja. Super. Der beste für Autorotation. Ist nicht groß, aber ich wollte ja keinen Autobus haben. Sie sind 3 Jahre in der Formel 1 gewesen als Teambesitzer. Warum haben Sie aufgehört? Weil ich nicht gewinnen konnte. Irgendwann war es vorbei. Ne? Nachdem das erste Jahr war Vize-Weltmeister. Ja. In der zweiten Jahr waren wir Vierter. Ja. Aber wir sind mit einem Auto gefahren und war mein Produktionsteam Nummer 4 vom 12 damals. Jetzt, wenn ich schaue dir gar nicht hin, jetzt hörst du, ja, wir haben 10. Ich habe meinen Punkt gekriegt. Was redest du? Ist das Rennen? Ein Punkt haben wir gekriegt. Ja, das gibt ja auch Geld. Es gibt ja alles Sponsorengeld. Ich habe nie einen Sponsor gehabt. Nee, oder? Sie haben immer nur ihren eigenen Namen auf die Autos geschrieben. Nur meinen Namen. Ach, das gefällt mir am besten. Ich musste drauf tun, Goodyear und Gasolin. Ja. Ja. Weil eine Feinere habe ich keinen gehabt, dass ich mein Gas hätte. Aber ich habe nie wollen einen Sponsor. Nicht, dass er nicht kriegen würde, wissen Sie. Da waren viele, halb durch die Saison war ja Wolf, ne? Und hätte Sponsor gekriegt, so schlecht. No. Mir wird keiner zureden, wie ich mein Geschäft führe. Was? Ja, schon. Haben Sie mal überlegt, gleich die ganze Formel 1 zu übernehmen eigentlich? Oder war Bernie Ecclestone schon zu groß? Nein, ich bin mit Bernie so gut. Ich bin ja jetzt mit Bernie jede. Bernie hat ja noch ganze Formel 1 in der Hand. Seine Frau ist ja Nummer 2 in FIA. Sie ist ja Chefin der Competition. Camilla Reiter hat ja Bernie hingebracht. Ja, der Neue. Was wird der von Abu Dhabi? Was weiß der von Autos? Entschuldigen Sie. Dass er 4 Räder hat, ein Motor, der macht Neues beim Volan. War der nicht mal Rallye-Fahrer? Ach, der war Rallye-Fahrer, ja. Sure. Und ich war Astronaut. Ah, wir haben jetzt über eine Geschichte nicht gesprochen. Sie durften mit Ihrem Formel-1-Auto in Fiorano testen. Das gefällt mir am besten. Ja. Enzo Ferrari, kann man fast sagen. Enzo Ferrari war dick hinter den Ohren. Er wollte sehen, meine Fahrer. Ja. Dafür hat er mich eingeladen. Dann hat er mir meine Fahrer genommen. Aber ich glaube, der Giovanni Agnelli hat so ein bisschen im Hintergrund ihm empfohlen, sie auf die Strecke zu lassen, oder? Ja, schon fein. Aber das ist Giovanni. Der Streckenchef war Enzo, nicht Giovanni. Naja, gut. Und dann, Sie waren das erste fremde Team, was in Fiorano testen durfte. Ja. Auf der Ferrari-Rennstrecke. Ich war meine zweite Frau. Ja. Ich war verheiratet mit einer Österreicherin. Ja. Bin ich auch. Das eint uns. Haben wir doch was gemeinsam, Mensch. Ja. Das ist ja fantastisch. Etwas. Ich habe ja geheiratet, 82, später geheiratet, aber kennengelernt, Miss Austria, Elisabeth Kavan. Und habe sie dann ein paar Jahre später geheiratet, wo sie fertig studiert hat. Weil mit Schulkindern, ich wollte nicht verheiratet sein. Ja, ich habe gesagt, fein, 2 Sachen, bevor ich die heirate. Hat sie gelebt mit mir, habe gesagt, erste, muss mir garantieren, ich kriege einen Sohn, ich habe ja 3 Töchter. Und zweitens, als Schulkind würde ich nicht eine heiraten, da geht in die Schule. Und das war ganz gut. Und dann sind wir hin. Und habe sie dann entschieden, fein, ich heirate dich. Und haben wir geheiratet. Der Zeuge war ja der Chef vom Caesars Palace und haben gleich in Las Vegas geheiratet. Aber ich habe Zeit gegeben, hat sie ja 5 Minuten Zeit zu überlegen. Ja, finde ich fair, absolut. Was soll man es hinziehen? Wenn sie nach 7 Jahren mit mir leben nicht wusste, was sie will, was soll man machen? Ja. Nein, toll. Ja, ich habe ja 2 Kinder, ich habe einen Sohn gekriegt und habe eine Tochter, das mein kleiner Gott ist. Sie hat Down-Syndrom. Aber es bedeutet alles für mich.
In welches Geschäft von Ihnen sind Ihre Kinder eingestiegen? Was machen die? Nee, Öl? Motorsport? Meine ältere Tochter sei jetzt, wird jetzt im Mai 57, ja. Hat drei Kinder, hat in Harvard studiert, hat den Master da gemacht. Dann war sie mit Boston Consulting. Mhm. Und dann haben sie vier Studenten, ich glaube, ein Amerikaner, zwei Inder und sie, einen Investmentfonds gemacht, sehr erfolgreich. Und dann haben die anderen drei alle angefangen mit Ferraris im Porsche rumfahren. Meine Tochter hat das nichts bedeutet, verstehen Sie? Sie ist eben groß geworden. Ne? Sie war mit Joe Dipperdu und mit Niki und allen und hat Ferrari gefahren, wo sie 4 Jahre alt war. Ne? Nicht von selber fahren, aber mitgefahren. Ja. So, das war nichts. Und dann hat sie verlassen, hat sie eine kleine Firma gekauft, Architecture and Interior Design. Mhm. Und ist sehr erfolgreich. Ja, die war im Büro in Florida und in London und war in der richtigen Zeit, in 2008, wissen Sie, wo die Russen gekauft haben, alles, was zu verkaufen war. Ja. Hat sie sehr viel Geld gemacht. An der Start habe ich ein bisschen geholfen, aber nicht viel. Und hat sie 3 Kinder, die studieren alle in den USA. Also die hat den Platz in Venice, Florida. Und in London. Und die zweite Tochter von meiner ersten Ehe lebt in London auch. Die hat gemacht MBA at London School of Economics und hat sich einen Professor geheiratet. Der ist 7 Jahre älter, PhD und dann weiß. Nun, Geld kann er nicht machen. Sehr gut, Geld aus Ihrer Sicht. Naja, ich meine, er lebt ja gut. Nicht verdient mehr. Wahrscheinlich auch Millionen, aber eben nicht, ja, nicht Hunderte von Millionen. Ja, aber er braucht mehr. Er ist ein super Bursch und hat sich auch 2 Kinder. Das ist 4 Jahre jünger. Und für keinen braucht man sich Sorgen machen. Es klingt auf jeden Fall toll und es klingt so, als hätten Sie ein Händchen dafür und Ihre Nachkommen zur rechten Zeit an der richtigen Stelle zu sein. Nein, mein Sohn hier, ja. Er ist der rechte Hand oder Assistent zu Michi Leitner. Weißt du, wer ist Michi Leitner in Österreich? Michi Leitner ist der Landesmutter in Niederösterreich. Ah, okay. Und war früher Innenminister. Er arbeitet für sie, er ist, wie man nennt, für die österreichische Regierung International Coordinator. Wenn Österreicher Besuch kommen, dann ist das jetzt zum Büro meines Sohnes. Ja, okay, verstehe. Der reist drüben und hin und her und er organisiert auch Besuche für die Regierung mit Auslandspolitiker und so. Das ist immer fein. Also, auch verdient tut es nichts, aber er sagte, das ist sehr gut. Er kennt viele Leute. Ich habe gesagt, fein. Ich hoffe, er kennt viele Leute. Wissen Sie was? Das klingt so, als wäre es bei Familienfeiern bei Ihnen nicht langweilig. Nein, so nicht. Nein. Aber mein Sohn, ich rede mit meinen jüngeren Kindern. Ja. Jeden Tag. Einmal mindestens, wenn nicht zweimal. Mit meiner Tochter. Ist nicht wichtig, ob ich in Japan bin, in China, wissen Sie, ich habe ja gearbeitet mit Costco. Das ist unwichtig. Meine Tochter ruft mich um 8 Uhr Punkt, in österreichischer Zeit, jeden Tag, 7 Tage in der Woche, ohne Probleme. Und mein Sohn ruft mich 3-4 Mal, Papa, was denkst du, Papa? Der ist 30 Jahre alt. Und der hat jetzt auch den Prototyp Diablo, so Autos, dass er nicht zum Arbeiten fahren kann. Weil wenn er kommt dahin mit einem Prototyp Diablo oder mit einem Ferrari E40, fliegt er raus. Das haben sie nicht so gerne. Dafür habe ich meinen BMW gekauft, ganz neu, und dann fährt er mit BMW hin. Er ist billiger. Er hat ja ein Büro in Wien und in Saarbrücken. Nein, ich komme ganz gut aus. Es klingt auf jeden Fall so. Sie haben den Rennstall an Emerson Fittipaldi verkauft? Nein. Ach so, auch nicht. Nur Assets. An dem, ja.
Ja, ja, okay, verstehe. Ja, klar. Ich natürlich. Bin auch immer theoretisch Besitzer der Walter Wolf Racing. Das Interieur, also quasi die, das, die ganzen Maschinen, die Maschinen, Leute und Werk, das alles. Alles. Ja, genau. Okay. Habe ich verkauft, bezahlt hat aber Copa Zucker. Der Sponsor damals. Ja, von, ja. Von ja. Ich komme sehr. Ja, ich komme mit Emerson sehr. Wir sind auch sonst sehr gut befreundet. Ja. Ich kenne ihn ja jetzt. Ja, ein. 50 Jahre. 51 Jahre. Ja. Das ist eine lange Zeit. Ich erzähle Damen, dass ich nicht so alt bin. Ich schaue nur älter aus, weil ich wie ein Herzrindekar viel gebraucht bin. Nein, ich komme sehr gut aus. Ich habe die erste Frau von Emerson gekannt und er hat es erstklassiger Porsche. Absolut. Ja, ja, ich habe immer schon, was ich sehe, ja, wenn wir zwei zusammen sind, wie zwei alte Weiber. Kann man eigentlich bei Ihrem Leben ein Highlight rauspicken, wo Sie sagen, das war für mich das größte Erlebnis, was ich beruflich oder bei meinen ganzen Aktivitäten hatte? Ja, dass ich einen Sohn endlich gekriegt habe mit 52. Das ist das Einzige, was wichtig war. Jetzt war ich bei Bernie und da hat er mir seinen Sohn vorgestellt. Wie alt ist der jetzt? Drei oder zwei? Vier? Zwei. Ja, aber Bernie ist 92. Ja, ich weiß. Und habe gesagt, ich habe die geschlagen in Monaco, in Argentinien. Ich wäre ein Vater mit 100. Du warst nur mit 90. Das Schlimme ist, man glaubt es ihnen. Das ist nein. Dann sagt er, wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an. Aber ich komme sehr gut aus mit Bernie. Weil Bernie ist so, wie er ist. Mhm. Wissen Sie, ihm interessiert nichts. Immer hat er Probleme, weil er ein Reifenhändler war und extrem erfolgreich. Mhm. Und Sie wissen Sie, was die größte Krankheit ist in der Welt? Und haben Sie noch keine Tablette? Hier? Ist Neid. Neid. Glauben Sie mir das? Ja. Das ist die größte Krankheit. Das ist viel schlimmer wie Cancer und Covid und alles. Mhm. Das ist das größte Ding. Und anyway, extra in Europa ist noch schlimmer, weil in Asien sind die nicht gescheit genug, dass sie überhaupt wissen, um was sie geht. In Nordamerika sage ich, da kein Dumpfige Shit, was du hast. In Europa, auch sogar in Deutschland, das wissen Sie ja. Wenn einer hat mehr, wird der andere. Der Unterschied ist, in Balkan oder da, wenn Sie sagen, das braucht er nicht, der wird alles machen, was Sie verlieren. Mhm. In Deutschland ist umgedreht. In Deutschland wird, wenn du mehr hast, wird der andere gehen, mach mal mehr Überstunden, dass wir konkurrieren. Das ist der Unterschied. Ja. Und wenn er kommst von nirgendwo, wie ich, also, verstehen Sie, dann ist ja überhaupt, man sollte ja nicht haben. Und wenn du in der Position bist, dass mit 25 Jahren deine Eltern ein Haus bauen kannst, oben in Mettmann, Deutschland, und ich habe meine Mutter gekauft, 600 Mercedes. Und dann sagt sie, das kann ich ja nicht fahren, das kann ja Generaldirektor bei Krupp fährt das so ein Auto nicht. Ich habe gesagt, ja, du bist kein Generaldirektor bei Krupp. Ist bezahlt, hat sie angerufen bei Versicherung. Ich habe gesagt, Mama, ruf an bei Versicherung, sie kann versichern. Und dann sagt der Versicherungsmann, ja, Frau Wolf, Auto haben Sie. Was für ein Auto haben Sie? Mercedes. Oh, Mercedes. Und dann sagt er, hat sie gesagt, ja, welches Modell? Ja, ich weiß nicht, ist blaue Farbe bei der Mutter. hat sie gesagt, ja, geh, schauen Sie unten, was es ist. Dann geht sie meine Mutter runter in der Garage, ich habe ein Haus gebaut für die Garage. Kommt sie runter, schaut sie an, geht sie zurück, sagt sie, hinter steht 600. Sagt, na, das ist unmöglich. Dann kommt sie zum Haus anschauen. Das, sowas macht mir Spaß. Ne? Das macht mir auch Spaß beim Zuhören. Also habe ich da einmal bin ich reinmarschiert in Wuppertal. Meine Eltern haben mir gewohnt oben im Mettmann. Und ich komme rein mit dem Flugzeug, nehme Taxi, Lederjacke und fahre ich, habe ich gut gekannt, der Niederlassung in Wuppertal. Ich komme an, da war ein Verkäufer,
Stange, der ist tot jetzt. Er war stellvertretender Verkaufsleiter. Mhm. Aber ich möchte gerne zwei Mercedes kaufen. Ja, welche? Ich habe 600. Der dachte, ich bin nicht ganz dicht. Hat zwei. Aber ich war da mal schon in den Rennen und der wusste nicht, wusste nicht, was er sagen soll. Ne? Zu zwei. Ich sage, zu seinem Chef. Da ist einer mit Lederjacke gekommen, der ist nicht ganz dicht. Hat er mir nachher erzählt, sagte, er sagte, kauft er zwei Mercedes, eine für seine Mama, eine für sich. Aber ich sage, wann können Sie liefern? Und dann ist der zufällig gewusst, wer ich bin. Ne? Dass ich in Lamborghini bin und die. Und hat dann der andere gesagt, wie heißt er? Und hat ihm gesagt, sagt er, ich hätte geliefert, die Mercedes. Das kriegt man Spaß mit manchen Sachen. Es klingt wirklich fantastisch. Wir können jetzt noch stundenlang mit Ihnen über Ihre Autos reden. Ja. Und den 935, da gibt es einen alten Autotest. Das, oh ja, den habe ich, das war Auto, Sie wissen ja, mit dem Auto, The Newman und Stommeling Half, haben wir gewonnen. Der war zweite in Le Mans. Und Klaus Ludwig hat Le Mans gewonnen damit. Krämer K3. Ja. Ja, aber. Und Sie wollen ihn als Straßenwagen haben, ja, weil das. Dann hat er ein bisschen Krämer. Da bin ich nach Frankreich gefahren. Da waren ja keine Reifen, da sind ja 21. Ja. Und da haben ja keine Profilreifen. Mhm. Die haben wir in Slicks gefahren. Und dann haben wir nicht gewusst, Slicks durfte ja nicht an der Straße. Jetzt haben wir genommen Regenreifen und haben die Profile reingeschnitten. Und dann bin ich gefahren von Deutschland. Wir haben gebaut den Bohrturm in Blumenfoss. Okay. Und dann habe ich gesagt, ich komme raus, ihr bringt mir Auto hin. Ich will zurückfahren bei Nacht mit Auto. Ja, wir fahren von Karlsruhe bis Basel 40 Minuten bei Nacht. Ganze Zeit. 180, 220, 280 bei Nacht. Da braucht ihr nur ein Hase über Straßen laufen am Ende. Das wäre vorbei, ja. Ja, aber dann sind wir runter. Da geht es immer mal nachlaminieren müssen. Nein, nichts Reifen haben, sie müssen wechseln, alles. Da war ja nichts übrig. Aber, und dann bin ich in den Tunnel reingefahren und habe runtergeschaltet. Das ist ja nur vier Gänge. Ne? Kam in die Flamme raus. Flamme, zwei Meter hinten. Oh, die Leute sind ja auf den Bremsen marschiert. Der einzige Mann, der ein Boxenteam zum Reifenwechsel an der Autobahnraststätte hat. Ja, genau. Bin einmal gefahren dazu nach Bremen. Zu Hegemann haben sie was gemacht für mich. Ich fahre ein und da sind ein paar junge Burschen mit so Autos, Sportautos, Porsche. Einer hat Corvette gehabt und ich komme mit diesem Auto rein. 35. Haben die alle Weiber lassen, die Burschen schauen. Muss man jetzt einfach mal sagen, das war in den 70ern und Sie hatten 800 PS, oder? Ja, 860 PS. 860 PS. Ich konnte mit Bus spielen. Ich habe normal ist ja 0,8. Ne? Ja. Ich habe ja 3 Bar. Das muss ich mir vorstellen. Ne? Das ist ja gegangen. Aber bis 4000 Touren hätte ich nicht eine Fliege vom Tisch gezogen. Aber dann, wenn er da drauf gestiegen ist und der Motor das gemacht hat, Jesus, da musst du aufpassen, wer ist vor dir. Haben Sie noch Autos? Sie haben auch diese Lamborghini als Sonderserie so ein bisschen gehabt. Das hat mein Sohn. Ich habe kein Auto mehr. Ich gehe nicht in Sportautos rein. Nein, okay, ich habe so viele Probleme. Ja. Schauen Sie, wo ich Ski gefahren habe. Ich habe hier gearbeitet. Hm. Zimmermann. Wissen Sie, Schanz und alle, die haben ja Sommer, Winter trainiert. In Neuseeland, in Portillo, in Chile, überall. Ich war wie der Neger am Arbeiten. Und dann musste ein bisschen mehr Risiko reingehen im Sommer, dass ich nicht eine halbe Stunde hinten bin. Ich habe ja in Lech gewohnt, 31 Jahre lang, habe eine Wohnung gehabt. Und dann wissen Sie, wie es ist, wenn du kaufst mit erster Frau. Ja. Die zweite Frau wird immer was finden, falsch mit der Wohnung, sondern nur, dass er verkauft. Ja, das. Und das habe ich ein bisschen zugehört. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, vergiss mal, verkauf mal. Job, und bin losgeworden. Ja, heute tut mir leid. Ich war jetzt, suche ich wieder, möchte kaufen in Lech wieder. Lech ist Lech.
Lech ist Lech. Das schönste Schlusswort, Wolf. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Bitte. Und das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Wenn das Rohöl mal ausgehen sollte, dann würden sie einfach Taucher losschicken und wieder einen Bohrturm aufstellen. Aber mal angenommen, das Rohöl geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter auf dem Hof gerollt. Und Sie dürfen sich jetzt aussuchen, in welchem Auto und auf welcher Strecke Sie die verfahren. Ich hätte das nur in den, weil das ist, ohne zu übertreiben, ich habe ja wirklich, ich habe ja 2-3 Rolls Royce in London. Ja. Aber wenn er zu Shell fahren, habe ich immer Taxi genommen. Ich konnte ja nicht mit Rolls-Royce kommen, mit Chauffeur und Handel mit einem, das er verdient hat, 20.000 Pfund. Ja, und ich komme mit 80.000 Pfund Auto. Der wird ja sagen, du brauchst ja nichts, was sollen dir denn? Ne? Und ich habe Bentley gehabt und Mercedes 600er. Der beste Auto, das ich bis jetzt gefahren habe und wirklich Spaß hatte, ist der Maybach. 100%. Weil in Sportauto ist ein anderer Fahrstil. Ne? Ja. Mit Sportauto machst du auch mehr Dummheiten. Ja. Mit das kannst du nicht Dummheiten machen. Das ist 2,3 Tonnen, 640 PS, ja. Vierradantrieb, Vorfrontsteuerung und Hintersteuerung. Das habe ich gesehen, ja. Und das Auto, ne, wenn du da hinfährst mit, wenn du wirklich fahrst, ein Gitter 260. Ja, sicher. Das ist kein Problem, rauf. Ja. Was, wenn was passiert und ich muss runtergehen? Da brauche ich einen halben Kilometer. Verstehen Sie, das ist der beste Auto. Der hat, ich kann sitzen und mit meiner Schulter, ich drücke einen Knopf, also ein bisschen elektrisch rein und kriege Massage überall. Das ist super, oder? Nein, ist wirklich. Es ist der beste Auto, das ich je. Das gemacht ist worden, also, bis heute. Im aktuellen Maybach gehen die letzten 50 Liter rein und auf welcher Strecke? Kommt drauf an, ich würde nicht an der Rennstrecke, ich hätte gefahren vom Südsteiermark nach Wien und damit hat sich... Geht's euch wie mir und habt ihr schon mal den Finger über den Globus wandern lassen und geschaut, wo man vielleicht nochmal nach Öl bohren könnte? Das war Walter Wolf und nächste Woche hört ihr übrigens bei mir, wie Klaus Ludwig davon erzählt, wie das 1988 war, als er immer mit Walter Wolfs Heli Skifahren war und in einer Lawine gelandet ist. Freut euch also auf nächsten Donnerstag. Danke fürs Einschalten. Schaut bei mir auch nochmal auf meinen Kanälen bei YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, eBay Kleinanzeigen, Hallo Nachbar, SchülerVZ und den gelben Seiten vorbei und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, verprasst nicht zu viele Millionen und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.